Und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit dabei der Dark, grüß dich. Uhu. Und du. Der Killerbeat, aber der ist gerade AFK, der ist sich ein Schrubben. Wir, die Jungs, machen noch ein bisschen Basenbau hier. Die bauen das Blockhaus fertig. Was wir jetzt anfangen werden, oder was ich noch gerne machen würde, wäre ein Bötchen bauen. Werden wir auf Dauer vielleicht auch brauchen, um gewisse zu umgehen. Beziehungsweise vielleicht dann hier und da mal schneller ans Ziel zu kommen. Und diese Türen, mit denen bin ich hier echt auf Kriegsfuß, ey. Gut. Das Gute ist, nicht gut. Besuch am Strand. Na komm, die zwei werden wir schaffen. Ihr braucht ja sowieso noch Knochen, oder? Wie weit bist du jetzt mit der Knochenrüstung? Fast mit dem, auf der das Feuer hat. Der wirft. Ja, okay. Dann machen wir. Bist du gerade? Mhm. Achso. Hey. Du brauchst eine Knochenrüstung. Du. Nimmst du die mit? Ja. Okay, dann. Was macht denn hier unser SOS-Zeichen? Hat da vielleicht jemand Loot abgeworfen? Nee, es ist nur Hilfe. Hilfe. So. Gut. Oh Gott, 3 Minuten Aufnahme und schon 20 Mal Gut hier sagt. Ein Hausboot. Rotation. Weiß das natürlich nicht. Setzen wir es mal hier hin, wenn er sagt, das geht hier. So. Ja, da müssen wir jetzt leider wieder Holz kloppen. Willkommen bei The Forest. Ja, neben den 127 Holzdingern, die wir noch für die Base brauchen. Ja, ihr zwei hantiert da oben, ich hantiere hier. Und wenn du jetzt noch ein Hausboot dahin knallst, dann wären das bestimmt auch ein paar mehr. Oder baust du jetzt nur das Floß? Das große. Gedöns. Hm. Ich muss mich jetzt da erstmal hinsetzen, ausruhen. Krack, dass die ganze Zeit nur am Stöhnen, weil er so ausgebohrt ist. Ein Boot muss her. So, wieder da. Bibi. Bibi. Ich glaube, so viel baut das aber auch gar nicht, das Boot. Brauchen wir jetzt eigentlich die Seile? Du hast doch die ganze Zeit gesagt, du wolltest doch welche. Na, nee. bei mir wird hier angezeigt, 3 von 4 Seilen. Normalerweise für das Baumhaus oben. Sonst brauchst du an der Basis kein Seil. Ja, aber wir haben hier gar nichts mehr. Wo man ein Seil hinsetzen kann eigentlich. Ja, vielleicht mein Boot, was ich gerade baue. Ich weiß nicht, ob das für euch mitzählt, wenn ich das hier unten setze. Ja. So. Also das mit dem Bär finde ich irgendwie blöd, dass man da weiter sich neigen muss, irgendwas zu schlagen. Okay, ich glaube, wir kriegen wieder Besuch. Ich weiß aber nicht, ob der Besuch jetzt oben bei den Jungs ist oder mich gerade gemeint hat. Bei mir. Der Nackte. Nee, bei mir. Bei mich ist er. Alter! Zweimal direkt die Rüstung weggekloppt, der Drecksau. Bleib bloß liegen, du. Oh, bei dir sind die Schnellen oben, musst du aufpassen.
musst du vorsichtig sein. Ich erkenne, ne? 34 Baumstämme brauchen. Das haben wir fix erledigt. Das Boot ist schnell fertig. Gott sei Dank. Werden wir in der Folge noch schaffen. Jetzt haben wir die Rüstung hier weggesammelt. Das. Drecksack. Schmieriger kleiner Drecksack. So. Okay, die eine ist schon down. Wie gesagt, wenn du kannst, produzier Knochen ohne Ende. Ja, ich möchte hier auch noch so ein, ich brauche jetzt hier so eine Plattform, damit wir von oben halt draußen klatschen können. So. Mal was trinken. Ich vergesse jetzt mal, dass wir beim Baumschlagen auch unser Kassettenradio nehmen können. Jetzt ein bisschen zügiger voran. Lalalala. Sein. Oh, da ist noch ein bisschen Holz. Sind die weg? Warte. Hat der Hand durch? Ja, die sind hier unten jetzt bei mir. Aussieht, hauen sie ab. Komm noch nicht raus, warte erstmal, weil die bleiben immer stehen. Ich hab noch gerade eine Leiche geholt. Okay. Ja, und hier ist wieder eine. Also die sind jetzt hier bei der Bank. Am Tor. Da sind sie wieder zurückgekommen. Bei mir sind sie gerade eben quer in den Wald rein. Okay, der am Tor ist schon mal down. Einer oder zwei sind noch hier irgendwo. Einer. Zum Vorn an.
Sollen wir mal eben eine Dose gönnen. Schnick aus. Ein Schniggers. Oh, der Hund liegt neben mir so ein Schnarchen ohne Ende. Ja, ich finde diese Knochen. Die Knochenrüstung sollten wir verwenden, wenn wir in die Höhlen gehen. Oder so. Ja gut, aber selbst dafür brauchen wir Knochen. Wofür brauchen wir? Ich hab gedacht, dass wir die Knochenrüstung eher für Höhlen verwenden sollen, anstatt hier so für draußen. Ja, auf jeden Fall. Lalala, ich glaube, ich mache den Kassettenrekorder mal, das ist vielleicht ein bisschen interessanter hier. Ich dachte gerade, hat irgendjemand eine Wand kaputt gemacht. Nee, ich hatte gerade. Die haben da draußen noch Besuch. Also irgendwo müsste noch einer sein. Okay. Okay. Da wo jetzt die Bank ist, mache ich einen Ausguck. Also wir können jetzt dann, wenn die Eingeborenen hier am Zaun sind, die dann halt mit einem Molotov-Cocktail da mal klatschen. Mhm. Wie kann ich denn Baumstämme schlagen und gleichzeitig Musik hören? Das ging doch mal. Hat doch in der linken Hand das Radio gehalten und in der rechten die Axt. Eigentlich indem man das Radio an den Baum pinnt. So, also geht das nicht mehr. Nee. Dann. Wir müssen da noch Batterien rein. Mal gucken hier. Hier. Jo. Da sind keine Batterien drin. Lädt die Taschenlampe auf? Nein. Keine Batterien? Da sind noch Batterien gefunden. Hier, ja, das kann man nicht. Dann weiß ich auch nicht. Wer von euch hat eigentlich das Dynamit? Ich. Ich. Ja, würde ich auch gerne mal. Können wir ja eigentlich, sollen wir nicht mal hier probieren? Also wir sind weit genug von der Basis weg. Wir gucken jetzt mal, wie viele Bäume noch fehlen, weil wenn da jetzt nur noch 6 Stück fehlen oder so, da werden wir kein Dynamit verwenden. Waren 115 Bäume. Okay. Ich hoffe, ich springe mich jetzt nicht selber in die Luft. Das klappt gut. Was hast du ausprobiert gerade? Mhm. Ich habe nichts gehört. Super, oh, geil. Ich fälle gerade ein wenig. Ein wenig ist gut. Was denn? 2-3 Bäumchen. Verballer lebt man nicht anders. Jungs, Spaß haben, dann wollen wir das auch. Oh. Alter. Das dürfte erstmal ein bisschen reichen, wa? Ja. Ich glaube, ich habe sogar einen Eimgeborenen gerade. Zerfräst. Nee, ich glaube, der wurde von den ganzen Bäumen erschlagen. Leucht, fuck, ich habe gar kein Dynamit. Doch, hier. Ausrüsten. Ernsthaft? Wie muss ich denn das werfen? Was denn? Du musst es erstmal mit L anzünden. Und dann werfen. Aber ich würde die Tasten, also Feuer legen, auf T legen. Also ich hab jetzt da.
Also wenn ihr Holz braucht, ne? Wärm genug. Bin ich euer Mann. Alter, Alter. Ja, komm auf die andere Seite. Da wo Mattes gerade rumläuft. Ja, wir machen eben das Häuschen hier fertig. Na. Wo hatten wir das gefunden, das Dynamit? Eine der Basen von den Ureinwohnern. Ich glaube in der großen. Das ist ja hier ums Eck direkt. Ich liebe diese Mucke. 80er Jahre. Mhm. Ich wollte jetzt irgendwas wollte ich gerade noch nachgucken. Mhm. Der erste Schub. Sind hier nur ein paar Bäume. Genau, hier waren die komischen Beeren, die wollte ich einsammeln. Und blaue Beeren waren nicht hier. Oder? Mich nur ein bisschen stört, das Seil ist zu nah am, am Zaun. Mm. Aber wir kommen dorthin. Flups, flups, flups. Aber ich glaube, die Eingeborenen, die kommen jetzt nur noch dahin, wo die Musik ist. In dem Zaun. Okay, ja, das wäre eigentlich ja gut. Ja. Wieder düster. Aber hat genau gepasst. Hat ja genau hingehauen. Aber nur mit dem Dynamit, weil wenn wir die 6 Bäume jetzt hätten noch so schlagen müssen, hätten wir ein bisschen länger gedauert. Hättest du ja jederzeit welche abholen können. Schlupp, 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 komm. Jetzt war schon nicht schwach hier auf dem letzten Meter. Drei Stück noch. Zwei liegen, glaube ich, noch da. Oder lagen genau drei noch da. Nicht ernsthaft, so, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder in die Basis, ein bisschen heier machen. Schlafen. Uhuhuhuhu. Ja, wir sollten uns auch ausruhen mal. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich will weg, ich will weg. Weg. Ich brauche nur noch einen Baumstamm. So lange müsst ihr jetzt noch warten. One lock. Dann komme ich angeschissen. Bötchen ist fertig, Jungs. Hm. Okay. Wir haben. Also ich hab gehört. Also.
Man könnte hier so noch einen Steg, kann man auch noch machen, ne? Mache ich dann in der nächsten Folge, wenn will ich es richtig schön haben. So, ich komme hoch. Voll die Party hier in der Bude. Nee, erst nicht. Was? Erst wenn wir geschlafen haben. Und während du schläfst, verlierst du auch, dann stürzt du. Nein, ich hatte. Nein, so ich spät. Hatte vorher auch sehr wenig Leben gehabt. Also sehr wenig Hunger. Und ich bin mit dem gleichen Hunger wieder aufgestanden. Wir können ja noch gar nicht pennen hier. Ich hab mich umsonst hingelockt, dann speichere ich aber mal eben ab. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir noch den Steg und dann ist alles hübsch. Wir danken fürs Zuschauen, wünschen dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.